Hallihallo miteinander. Ich habe einen Action-Haul für euch. Ich war gestern bei Action und habe was gekauft. Dann habe ich ja letzte Woche auch schon was gekauft. Und zeige ich euch mal. Und zwar habe ich diese Kartenrohlinge geholt. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Also dreimal die gleichen und dann diese hier. Ich packe die mal mit euch aus. Kartenrohlinge braucht man ja immer. Jetzt habe ich hier noch. Und, da ist immer noch von dem Resin was dran. Diese hier, also ich packe die jetzt alle aus mit euch, damit wir mal gucken können zusammen. Die sind jetzt so schimmernd, wie die hatten wir schon mal, diese schimmernden. Die waren aber ohne Kuvert. Davon habe ich übrigens auch noch welche. Die muss man dann selber, die mit der Struktur, packen wir nur einen aus. Seite. Also, das sind wieder diese schimmernden. Und da man dann immer nicht weiß, ob die jetzt wieder dauerhaft haben oder nicht, habe ich mir gleich ein paar mehr mitgenommen. Diese sind weiß und haben so ein schönes glänzendes. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil das ist wieder mal. Ich habe meine Plissierolos runter, aber es ist sehr hell. Und die haben wieder mal diese Mäusezähnchen. Ja. Ich muss mal probieren, ob ich Pause machen kann. Moment. Hat geklappt mit der Pause. So, also wie ich gerade sagte, hier sind diese kleinen Mausezähnchen dran. Mal gucken, ob ich das nicht besser zeigen kann, wenn ich hier schwarz unterlege. Ja, aber gut, das wissen wir, das kennen wir, machen wir immer weg, denn ne? Immer schön abschneiden. Das sind hier die weißen. Dann machen wir mal hier weiter mit. Habe ich die nicht aufgemacht? Doch, hier unten. Den mache ich gleich weg. Und dann zeige ich euch mal, das sind hier. Und da sind die Mausezähne noch schlimmer. Also drei pinke, drei lila. Drei rosa und Moment, die muss ich mal umdrehen. Und dann drei rote mit den entsprechenden Umschlägen. Die gehören auch so rum. Dann packen wir die mal hier hin. Das geht schnell. Das sind hier diese, also die haben alle diesen Schimmer und das sind die cremefarbenen Eierschale, whatever, wie man sie nennen will. Dann haben wir, also die hatten leider nur von den farbigen jeweils eins und, okay. Okay, das ist das Kuvert, was so ein bisschen geknickt ist. Hier sind sie. In verschiedenen Grauschattierungen, helleres, also helles und dann hier so ein Grau und hier ist Schiefer und Anthrazit. Die muss ich aber auch richtig rum reinlegen. Dann nehmen wir mal die hier. Die Seite ist offen und dann, wie gesagt, war ich ja bei Action. Eigentlich bin ich gar nicht meinetwegen gefahren. Und dann habe ich die aber trotzdem mitgenommen, weil ich sie gesehen habe und gedacht habe, hey, das muss ich nutzen, dass die mal wieder welche haben, weil sie ja schon so lange keine hatten. Also hier mache ich das mal ein bisschen schneller. Weiß gar nicht, warum die unterschiedlich gepackt sind. Drei blau, hellblau und drei.
Grün. Sehr schön. Und alle haben heftige Mausezähnchen. Die packe ich mal gleich. Moment, hier habe ich nämlich noch ein verspätetes Geschenk gekriegt. Ups, das packe ich mal hier rüber. Ich muss mal kurz. Also ich meine, das, was ich jetzt euch jetzt zeige, das kennt ihr alle, ne? Also. Ich glaube, jetzt muss ich demnächst keine Kartenrohlinge mehr kaufen. Ich habe jetzt aber auch die Karten, die ich hier gemacht habe, hier vorne mit reingelegt. Und diese hier, die nehme ich mal raus. Die packe sie rüber. Und wie gesagt, ihr alle kennt's. Brauche ich erstmal keine kaufen. Beim nächsten Mal, die weißen passen hier nicht mehr rein. Also, ich werde die mal noch alle denn farblich sortieren. Das ist so ein Teil, wo man, was weiß ich, für die Küche, da habe ich die jetzt alle drin. Und die weißen kommen extra. Und dann lege ich das mal wieder hier rüber. Und dann geht es mal weiter. Hier, ich nehme noch meine Fotos. Die lagen hier drauf. Dann habe ich gekauft. Ja, ich schon beim letzten Mal gekauft. Für die Karten, die man so macht, wenn man auf Märkte geht, die haben wenigstens eine anständige Größe, sodass auch die größeren reinpassen und diese, die gleich sind, die mag ich halt nicht. Habe ich ja schon das ein oder andere Mal. Wie gesagt, hier habe ich ein paar mehr gekauft, leichte Eskalation. Aber da die günstig waren, habe ich gleich ein paar mehr genommen. Und dann habe ich hier in meinem kurzen Action Haul auch noch das mitgenommen. Jetzt stellt sich wieder mal die Frage, warum? Ich habe den mitgenommen. Ich zeige euch den jetzt mal. Diesen Stickerbook. Vintage Stickerbook. Jetzt gehen wir mal hier relativ zügig. Muss ich doch anders machen. So. Ich habe sie gekauft und hinterher habe ich mir gedacht, warum? Warum? Also da waren halt welche bei, wie diese hier. Das fand ich gut. Jetzt kommen noch ein paar andere, die mir gut gefallen haben. Hier so mit den Buchstaben ist ja auch ganz witzig. Kann man so einen kleinen Drohbrief machen. Und das finde ich auch gut. Aber sind, also das sind viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht, die mir eigentlich gar nicht gefallen. Trotzdem habe ich es gekauft. Zum Glück habe ich nicht von jedem eingenommen. Und die finde ich auch gut. Und diesen hier. Also wegen diesen Teilen habe ich den halt mitgenommen. Aber bei vielen Sachen, wo ich mir dann gedacht habe, pff, warum? Warum habe ich das gekauft? Also weil die sind ja glänzend. Was ja immer in den, in der Kartenart, die ich mache. Und die sind süß. Eigentlich gar nicht passt. Hier sind dann auch wieder nochmal Sprüche. Und hier ist gnomiges Weihnachten und Postcard. Ja, wie gesagt, ich zeige euch hier mal, gehe mal alles durch. Aber die Frage des Warums. Warum kauft man mal Sachen, wenn man irgendwo was anderes in irgendeinem Haul sieht und denkt sich, oh, das brauche ich auch. Und dann kauft man es und zu Hause stellt man fest, ich werde es gar nicht benutzen. Ich werde es gleich mit euch mal versuchen, eine Karte damit zu machen, mit den Dingern, die ich hier habe. Und dann gucken wir mal. Ich bin ja gar nicht gut darin, mit so Sachen zu arbeiten. Und trotz alledem habe ich ganz viele von diesen Sticker. Und deswegen, ich muss mal kurz gucken, ist das jetzt. Ah, okay, das ist Tatsache ein Rahmen. Okay, das finde ich ganz cool. Und es ist durchsichtig. Das finde ich auch cool, aber trotz alledem bleibt es, dass es glatt, also glänzend ist. Finde ich auch ganz cool. Gucken, wenn ich es denn. Also, sie sind durchsichtig.
Das finde ich schon mal gut. Und wie gesagt, ich werde mit euch gleich eine Karte damit machen. Ich glaube, sowas in der Art habe ich auch als Rub-Ons. So, und das mit den Sprüchen ist auch ganz schön. Also, ich mache jetzt mit euch zusammen eine Karte. Damit. Und mal gucken, ob ich mich so dolle quäle, wie ich es vermute. Und dann ist wieder, wie gesagt, warum kauft man immer Sachen, die man eigentlich gar nicht. Oh, guck mal, Schlaubi. Ich werde jetzt gar keine Karte machen, sondern ich mache einen Tag. Geht schneller. Ich mache jetzt mal. Mal gucken, ob ich von jedem eins mache. Die sind übrigens auch von Action. War auch Deko-Time. Und dann gucken wir doch mal, ob ich das hinkriege, damit was zu machen oder ob das einfach mal wieder so ein Ding ist. Warum? Warum habe ich es gekauft? Glaube, dieses passt hierzu. Aber ich muss mal noch gucken. Moment. Wer hier. Das war in den Geschenken, die ich gekriegt habe. Ich habe noch nachträglich Geburtstagspost bekommen. Knister, knister. Und werde die mal noch zusätzlich dazu nutzen. Dann habe ich hier. Und ich kann gleich mal testen, ob mein Vintage-Foto, was ich ja versaut habe, also das Distress Ink, habe ich ja Distress Oxide reingemacht und habe jetzt nochmal letztens den richtigen Nachfüller drauf gemacht. Und die Frage ist, habe ich das jetzt ruiniert oder nicht? Habe ich damit wieder hingekriegt? Ob ich hier irgendwie ein Restpapier habe, wo ich mal kurz ein bisschen wischen kann, bevor ich das darauf mache. Ja. Also wie gesagt, das hatte ich ja hier das für Oxi das ist Oxides drauf gemacht, ich Düsselchen. Und habe mich gewundert, warum das plötzlich so milchig ist, weil ich nämlich nicht ge drauf geachtet habe. So, jetzt werde ich das mal hier einfach mal mit benutzen. So, das reicht schon. Den lege ich mal kurz hier hin. Die Ränder will ich mir auch noch machen. Also, das ist jetzt quasi die Probe dessen, ob ich es hinkriege, mit den Sachen, die ich kaufe, doch was zu machen, was ich hinterher mir angucken will oder gegebenenfalls verschenken möchte. Sehen wir mal zwischendurch gucken, ob mein Video noch weiterläuft oder ob es mal wieder ausgeht und ich das nicht merke und hier die ganze Zeit Laberababer mache. So. Also. Jetzt kommt's. Ja, wie gesagt, ich frage mich denn, aber erst nachdem ich das gekauft habe und zu Hause war und dann habe, guckt mal. Dieses hier ist nicht durchsichtig. Ich werde es mal trotzdem hier irgendwie hinkleben. Die Frage ist, ob das hält, weil das ja so ein glänzendes Zeugs ist. Ich bin so schlecht in so ein Sachen. Ja, also ich würde gern von euch wissen, kauft ihr auch oft oder öfter mal Sachen, nur weil ihr das gesehen habt und denkt euch dann hinterher so, pff, was mache ich jetzt damit?
Ja, wie gesagt, ich gucke mir ja viele Videos auch an. Ich habe ja genügend Zeit, jetzt noch mehr, wo mein Mann zur Reha ist. Und bewundere das bei anderen immer, wenn die so aus diesen Die-Cuts und so, so eine echt hübschen Karten machen. Und ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht, das ist überhaupt nicht meine Welt. Welches nehme ich denn jetzt? Nehmen wir noch eine Uhr, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendeinen Spruch finden, der da irgendwie passt. Also, ja, ich bin bei sowas nicht gut. Könnte ich natürlich davon noch einen dahin zimmern, ne? Dann noch einen davon hin. Den da drüben. Der hier ist gut. Hier irgendwo waren nämlich noch Bücher. Haha, genau. Das muss ich hier noch mit reinmachen, ne? Das ist schief, ihr habt es gesehen. So. Kann man machen, aber so wirklich schön ist es nicht, ne? Muss ich kurz mal gucken, was ich hier noch. Ich habe ja auch Vintage-Wort, aber ich nehme das lieber hier. Ich mache ein bisschen. Und dann habe ich ja hier so einen Pinsel und da mache ich noch ein bisschen Wasser und gucke, dass ich da noch ein bisschen. Ich mache den Pinsel mal noch hier. Bisschen nass. Gucken, ob ich hier ein paar Sprenkelchen machen kann. Also wirklich. Also ein paar sind drauf, aber nicht so. Hier mache ich nur den Pinsel ein bisschen nasser. Das ist nicht nass genug. Na gut, das funktioniert so nicht. Also ein paar sind drauf, aber kann man natürlich machen, aber ob das jetzt schön ist, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich wollte das jetzt auch mit euch machen, weil es ist immer noch was anderes, wenn man das selber macht und da irgendwie mehr Zeit hat und einfach mehr Muße sich nimmt. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier mit ein bisschen Effekte noch da reinkriegen. Ja, also das ist nicht meins, ich bin nicht gut darin und trotzdem habe ich es gekauft. Jetzt muss ich mir Tatsache überlegen, ob ich noch ein paar mehr davon mache oder ob ich es einfach einsehe, dass das nicht meins ist und die dann irgendwie verschenke. So.
Ja, kann man machen, aber ich finde es jetzt nicht so richtig der Brüller. Es ist nicht so endcool, wie es hätte vielleicht sein können. Kann sowas nicht. Weiß nicht, warum ich es gekauft habe. So, ihr Lieben, das war mein Haul mit der Frage, warum kauft man immer alles, was man irgendwo sieht und es dann gar nicht benutzt, weil es eigentlich gar nicht seins ist. Aber man es trotzdem haben will. Da ist wieder, es haben besser als brauchen. Eigentlich nicht, ne? Was ich jetzt gerade aber bestellt habe, sind, ups, die Distress-Spritz. Alle 12 Farben habe ich mir bei Craftelier gekauft. Tut jetzt gar nichts zur Sache von dem Video, aber egal, ich wollte es nur gesagt haben. Wenn die ankommen, mache ich natürlich auch ein Video. So, dann habe ich den auch gleich mal noch mit eingearbeitet. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das Geschenk. Diejenige, von der es kommt, weiß es, was gemeint ist. Und wir sehen uns. Tschüss.